Wir befinden uns heute im Lager von Radius und ich möchte Ihnen die Absolut-Tischleuchte vorstellen. So, Sie sehen, das Ganze kommt in einer dreieckigen Verpackung, sehr kompakt und super stabil. Wir packen das Ganze jetzt mal aus und bauen die Leuchte zusammen. Der Leuchte liegt eine Bedienungsanleitung bei, in Deutsch und in Englisch, und ein Imbusschlüssel. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie die Leuchte zusammenbaut. Als erstes nehmen wir den Sockel. Hier gibt es vier Bumpen, die man runterklebt. Dann muss man nur noch Sockel mit Leuchte verbinden. Dafür ist übrigens auch dieser Schlitz hier gedacht, dass man hier das Kabel durchzieht. Und es ist eigentlich egal, ob Sie eine Standleuchte bestellen oder eine Schreibtischleuchte. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Man kann dann die Schraube unten festhalten und zieht mit dem mit der Rändelung hier oben die Schraube fest. Da braucht man also kein Werkzeug für. So, Leuchtmittel ist schon eingesetzt. Dann entfernt man die Hinweise. Hier ist es vielleicht noch ganz interessant. Es gibt hier so ein Verhältnis von 4 cm, was man einhalten sollte. So. Sicherlich kann man das auf die gewünschte Position auch stellen, aber mir persönlich gefallen diese 4 cm eigentlich immer so am besten als Positionierung. Ja, jetzt braucht man sie eigentlich nur noch mit dem Strom zu verbinden und hat ein wunderbares Licht. Durch kurzes Berühren schalten Sie die Leuchte an oder aus. Wenn Sie allerdings die Leuchte länger berühren, können Sie sich Ihre gewünschte Lichtstimmung selber schaffen.